dann gibt dir das wieder so einen Energieschub, so einen Motivationsschub, da weiter durchzuziehen, da Gas zu geben und dann einfach dich zu feiern für den Menschen, der du bist. Was habe ich noch gelernt? Was habe ich so in den letzten Monaten gelernt? Ich schaue mal kurz auf meine Notizen. Pausen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Mach Pausen, bevor du sie brauchst. Essentielles Learning ist mir selber sehr schwer gefallen, beziehungsweise ich habe mir selber irgendwie immer eingeredet, okay, ich mache doch genug Pause. Offensichtlich nicht, sonst wäre es wohl nicht so weit gekommen. Deswegen möchte ich dir damit geben, mach Pausen, bevor du sie brauchst. Weil wenn du diese Pausen nicht machst, dann holt sich dein Körper irgendwann die Pausen oder dein Geist. Na, das ist wieder so dieses Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Diese drei Bereiche, wenn die nicht in Balance sind, wenn die nicht gleichmäßig schwingen und ein Bereich irgendwie vernachlässigt wird, dann holt sich dieser Bereich die Aufmerksamkeit, die er gerne möchte. Und das kann auf unterschiedlichste Art und Weise passieren. Körperlich, geistig, seelisch. Irgendwo haben wir alle unsere Baustellen, an denen wir dann arbeiten. Und mal ist das intensiver, mal ist es nicht so intensiv. Aber wenn du in irgendeinem Bereich gar nicht mehr hinschaust und den so vernachlässigst, als selbstverständlich ansiehst, das alles einfach so machst, dann holt sich dieser Bereich irgendwann die Energie, die er benötigt oder die Aufmerksamkeit, die er gerne möchte. Und das war jetzt bei mir im letzten Jahr der Fall, dass mein Körper irgendwann gesagt hat, ey Niklas, so mach mal nicht weiter, sondern guck da jetzt mal ein bisschen näher hin, mach mal Pause. Ich habe mir die ganze Zeit immer so gedacht, ey, ich mach doch genug Pause, ich gönn mir doch die Regeneration. Scheinbar nicht. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt, da in den letzten Monaten mir mehr Zeit für zu nehmen, da näher hinzuschauen und die Pausen zu machen, bevor ich sie brauche. Ganz, ganz wichtig. Und das möchte ich dir auch mitgeben, dass du jetzt nicht irgendwie erst wartest, bis du voll ausgelaugt bist und sagst so, boah, jetzt brauche ich Urlaub, ey, jetzt brauche ich eine Pause, jetzt muss ich aber mal runterkommen, sondern dass du dir diese Zeit für dich einplanst, dass du dir diese Zeit nimmst, um wieder zur Ruhe zu kommen, um neue Kraft zu schöpfen und dann auch wieder weitermachen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig, essentiell, weil wenn du zum Beispiel öfter Kopfschmerzen hast, Bauchschmerzen hast, irgendwie Schwindel hast oder was auch immer, dann sind das Anzeichen dafür, dass dein Körper gerade mehr Aufmerksamkeit möchte. Dass du da mal hinschaust, okay, was ist jetzt gerade irgendwie los? Habe ich krassen Stress, Druck, irgendwelche Ängste, Sorgen, Zweifel? Was bedrückt mich gerade? Was hämmert immer wieder oben auf mich ein? Und da ist meine innere Kritikerin, mein Kritiker gerade am Start, zieht mich da immer weiter runter. Mache ich mir irgendeinen Druck, weil ich das und das Projekt so gut wie möglich, so schnell wie möglich abschließen muss? Was ist irgendwie gerade im Außen oder im Innen los, was dich immer wieder verfolgt, was du nicht loslassen kannst und was dann diese Schmerzen verursacht? Und dann schau da näher hin, weil der Schmerz, das ist meistens nur ein Symptom dafür, was die eigentliche Ursache ist. Der Schmerz ist nie die Ursache, sondern eigentlich immer nur das Symptom. Kopfschmerzen kommen irgendwoher. Bauchschmerzen das löst irgendwas aus. Beziehungsweise die Bauchschmerzen werden durch irgendwas ausgelöst. Die Schmerzen hinten in dem ISG-Bereich jetzt, das hatte irgendeine andere Ursache. Und da auf Ursachenforschung zu gehen, da näher hinzuschauen, das hilft extrem. Und sei da komplett ehrlich zu dir, ja, was ist die Ursache, was das auslöst? Was ist vielleicht im Außen gerade bei mir los? Was setzt mich da so krass unter Druck? Was trage ich schon für wochenlange Zweifel mit mir rum? Ja, bin ich die ganze Zeit mit meinen Gedanken schon in der Zukunft? Was wäre wenn? Was könnte passieren, wenn das und das so ist? Da näher hinzuschauen, hilft extrem. Also, ja, das habe ich so auf jeden Fall aus den letzten Monaten mitgenommen. Und was extrem wichtig ist, dass du dich gerade auf die Pausen auch bezogen. Kümmere dich um deine innere Welt. Kümmere dich um deine innere Welt und sei nicht mit deinen Gedanken immer nur im Außen. Ja, was meine ich damit? Kümmere dich um deine innere, um deine mentale Welt, weil die Probleme, die Herausforderungen, die du in deiner äußeren Welt hast,
die lassen sich nicht auf der gleichen Ebene lösen. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Diese Probleme, die du im Außen hast oder auch im Innen hast, die lassen sich nicht auf der gleichen Ebene lösen, wo sie entstanden sind. Du musst da immer ein bisschen rauszoomen und gucken, okay, was ist die Ursache dahinter? Was ist das Symptom, was ist die Ursache und wie kann ich das lösen? Brauche ich da vielleicht Unterstützung? Kann ich das selber machen? Aber geh mal nach innen und sei da ganz ehrlich zu dir selbst. Das hat mir jetzt gerade sehr, sehr geholfen. Und was ich jetzt gerade auch gerne mache, zusätzlich zu dem Aufbautraining, zu den Schwimmsessions, dass ich mit Meditation auch arbeite, dass ich mit Visualisierung arbeite. Ja, ich habe dir auch die Visualisierung deines zukünftigen Ichs habe ich dir auch aufgenommen. Damit arbeite ich selber auch sehr gerne, dass ich schaue, okay, was steckt dahinter oder was wünsche ich mir für meine Zukunft, für meine Gesundheit, was ich dann auch manifestieren möchte. Da kommt wieder diese Energie des Manifestierens, der Dankbarkeit ins Spiel, dass du schaust, was wünsche ich mir für eine Zukunft? Was wünsche ich mir auf körperlicher, geistiger, seelischer Ebene? Und dass du dann dieses Bild so detailliert wie möglich kreierst, dass du da richtig hinschaust, okay, wie sieht das aus? Wie sieht meine zukünftige Realität aus? Mit allen möglichen Details. Und dann wird diese Realität so real, weil du dieses Bild vor Augen hast und dann bist du dankbar dafür, bevor das so passiert. Das ist die Kunst des Manifestierens, dass du dankbar bist für eine erwünschte Realität, bevor diese Realität eintritt. Bevor diese zukünftige Realität Realität wird, bist du dankbar dafür, weil dann ziehst du diese Realität magisch an. Weil dann sendest du diese Energie aus, der Dankbarkeit, der Wertschätzung, der Freude, der Glückseligkeit. Dann schickst du diese Frequenzen raus und ziehst diese Zukunft magisch an. Anstelle von diesen ganzen Gedanken so, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Du erschaffst dann nicht aus diesem Mangelgefühl, sondern aus dem Füllegefühl heraus. Und das ist die Kunst des Manifestierens. Und damit arbeite ich gerade auch sehr, sehr stark. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Deswegen kann ich das wärmstens empfehlen. Die Meditation werde ich dir auch nochmal verlinken in den Shownotes. Zukünftiges Ich hat eine super, super starke Kraft. Also ich bin jetzt immer mehr ein Fan des Manifestierens. Gerade auch in den letzten Monaten und Jahren hat sich das immer mehr bestätigt. Weiter, was habe ich noch gelernt? Körper, Geist und Seele als Einheit zu sehen, dass du das wieder ins Gleichgewicht bringst. Sind wir gerade darauf eingegangen, super wichtig. Und auch ein wichtiger Punkt, wo ich noch darauf eingehen möchte, dass ich mich in den letzten Monaten auch ab und zu so zurückgezogen habe. Weil es ist nicht schwach, wenn du Zeit für dich brauchst, wenn du dich auch zurückziehst. Sei es von Familie, von Freundinnen oder Freunden. Ab und zu brauchen wir einfach Zeit für uns, um runterzukommen, um daraus neue Kraft zu ziehen, um unsere Gedanken neu zu ordnen, um das loszulassen, um ja, einfach uns selbst Raum zu geben. Das ist super, super wichtig und das ist auch nicht schwach. Das ist auch nicht irgendwie, dass du dir die ganze Zeit dann Sorgen machen musst, okay, was denkt jetzt irgendjemand anderes über mich, wenn ich da jetzt absage, wenn ich da jetzt nicht hingehe, nicht dabei bin, mich nicht mit demjenigen oder derjenigen treffe. Du brauchst manchmal einfach Zeit für dich. Und es ist wichtig, dass du dir diese Zeit auch nimmst. Das habe ich jetzt immer mehr gespürt, dass ich, war bei mir vorher auch so, dass ich gerne auch Zeit alleine verbringe, aber jetzt gerade, auch in den letzten Monaten war das immer krasser so, dass ich gespürt habe, okay, ich kann jetzt gerade echt nicht noch mehr Energie irgendwie nach außen raushauen, sondern ich brauche das jetzt gerade für mich. Ich brauche jetzt diese Energie, diese Kraft, um in mir zu arbeiten. Ja, ich gebe jetzt das, was ich geben kann, gebe ich gerne nach draußen, aber ich brauche die Energie, die ich zur Verfügung stellen kann, die brauche ich gerade selber, um da zu heilen, um da in mir zu arbeiten. Und das ist nicht schwach, das ist stark. Und das möchte ich dir da gerne auch mitgeben. Wenn du Zeit für dich brauchst, nimm sie dir und sei dir nicht zu schade dafür, dir das zu erlauben. Ganz, ganz wichtig. Du kümmerst dich erst um dich und dann teilst du diese Energie gerne mit anderen. Aber versteh da bitte, dass du nicht irgendwas teilen kannst, was du gar nicht hast. Du kannst nicht Energie nach außen aussenden, die du nicht in dir trägst. Deswegen ist es so wichtig, dass du das erst in dir erschaffst und
dann nach außen trägst. Erst innen leuchten und dann außen strahlen. Nicht umgekehrt. Das funktioniert nicht. Es funktioniert immer nur von innen nach außen. Yes. Und was habe ich noch gelernt? Was habe ich noch für Learnings gemacht, was ich dir gerne noch mitgeben möchte? Wertschätzung, Dankbarkeit. Sind wir vorhin schon drauf eingegangen, dass du, oder was habe ich da noch mitgenommen? Ja, für die kleinsten Dinge. Für die kleinsten Dinge diese Wertschätzung und Dankbarkeit empfinden. Das ist einfach so ein krasser Gamechanger. Und das merke ich jetzt immer mehr. Allein, dass ich jetzt so hier gerade sitze und einfach jetzt schon eine Dreiviertelstunde mit dir quatsche, ohne mich jetzt die ganze Zeit im Stuhl hin und her zu wälzen, weil ich einfach jetzt so hier entspannt sitzen kann. Dafür bin ich allein schon dankbar. Oder dass ich, ja, vorhin mit den Workouts bin ich schon intensiv drauf eingegangen, aber dass ich mich einfach bewegen kann. Boah, ey, schwimmen ist geil. Laufen vermisse ich natürlich extrem, irgendwie durch den Wald oder so. Das merke ich dann schon, wenn ich zum Beispiel im Wald spazieren gehe, merke ich danach halt, dass das irgendwie zieht, weil das dann doch ein bisschen anspruchsvoll ist. Aber allein hier im Keller dann so ein paar Übungen zu machen und diese Atmosphäre wieder zu spüren, ein bisschen Musik und es ist einfach geil. Es tut so gut, wieder ein bisschen Blut im Körper zu spüren und das ist einfach schön. Das ist richtig, richtig geil. Das tut einfach tut einfach gut. Ja, Wertschätzung, Dankbarkeit für die kleinsten Dinge, vor allem auch für die Fortschritte, für die Bewegung, die mir mein Körper erlaubt. Ja, und es ist jetzt gerade auch gar nicht mehr so, dass irgendwie so Muskelaufbau krass im Fokus steht. Natürlich habe ich jetzt extrem an Muskelmasse eingebüßt in den letzten Monaten, aber ich bin jetzt einfach gerade ultra dankbar dafür, dass das wieder geht, dass ich mich bewegen kann und habe meinen Fokus jetzt halt auch ganz krass abgeändert. Also es ist jetzt gerade gar nicht so, dass ich irgendwie den Fokus habe, boah, ich muss jetzt aber ganz schnell wieder die 8 Kilo Muskelmasse draufkriegen, sondern es ist gerade viel mehr der Fokus auf der körperlichen Gesundheit, auf der Performance, auf der Leistungsfähigkeit, dass ich einfach meinen Körper spüre, die Muskeln spüre und noch besseres körperliches Verständnis, eine körperliche Verbindung aufbauen kann. Das ist gerade eher mein Fokus. So, den Körper einfach spüren und für die Gesundheit trainieren. Das ist gerade und auch für die nächste Zeit erstmal mein Fokus. Darum geht's. Darum geht's auf jeden Fall. Und was ich halt gemerkt habe, dass ich mich jetzt auch immer mehr in Geduld mit mir selbst übe. Also vorher war das ja auch sehr stark, dass ich mich dann so, was ja auch nicht schlecht ist, ne, dass ich mich im Training halt immer gut angepowert habe, so angeschrien habe teilweise auch. Und dann halt, ja, das Workout so durchgeballert habe. Und das ist jetzt halt gerade gar nicht mehr so. Also ich mag das auch, dass ich mich dann motiviere, ne, dass ich dann auch ein bisschen Gas gebe, dass ich dann auch ins Schwitzen komme und so. Aber ich habe gelernt, dass es auch wichtig ist, Geduld mit sich selbst zu haben. Dass du ja deine Fortschritte wertschätzt, die jetzt gerade da sind, die kleinsten schon. Und nicht immer so diesen Druck hast, ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss mich irgendwie beeilen, irgendwo anzukommen, sondern dass du das einfach genießt, dass du diesen Weg genießt, diese Reise genießt, dass du gar nicht irgendwie immer nur denkst, das ist jetzt mein Ziel, so, das habe ich mir gesetzt und dann muss ich jetzt da ankommen und das am besten so schnell wie möglich und so gut wie möglich und so viel wie möglich, sondern dass du einfach diesen Weg genießt, dass du die kleinsten Dinge wertschätzt, kleinsten Fortschritte wertschätzt, dass du diese Reise genießt und einfach das Leben spielst, anstatt dir selber so viel Druck zu machen, weil du kommst nirgendwo an. Du kannst auch gar nicht immer irgendwo ankommen, weil wie eingangs gesagt, dieses Zitat, dieser Reminder, der da gekommen ist, du erreichst dann deine Ziele, aber realisierst das gar nicht, weil du dann in Gedanken immer wieder einen Schritt weiter bist. Deswegen genieß einfach diesen Weg, hab Spaß dabei und spiel dein Leben. Das Spiel des Lebens. Du kannst nicht gewinnen, du kannst nirgendwo ankommen, du kannst das einfach spielen und genießen. Und das macht richtig Bock. Das macht richtig Spaß. Auch wenn du eingeschränkt bist, macht es einfach Spaß, diese Freude dabei zu spüren und diese Energie daraus zu ziehen. Das ist richtig, richtig cool. Impuls für dich. Impuls für dich, den ich dir da noch mitgeben möchte.
Dankbarkeit. Dankbarkeit und Wertschätzung ist so, 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 so wichtig. Für das, was jetzt gerade da ist. Für das, was du hast, für das, was du bist. Dass du mal das auch gerne aufschreibst. Nimm dir mal einen Moment Zeit dafür und mach dir mal ein paar Gedanken, was jetzt gerade alles Geiles in deinem Leben ist. Was kannst du machen? Was erlaubt dir dein Körper? Was erlaubt dir dein Geist, deine Seele? Was fühlst du? Wofür bist du dankbar? Was ist gerade in deinem Leben, was richtig geil ist? Was kannst du wertschätzen? Schreib dir das auf. Mach dir das immer wieder bewusst. Und mach da auch gerne eine kleine Routine draus. Mach dir morgens, dass du dir morgens immer bewusst machst, okay, für diese drei Dinge bin ich dankbar. Das ist gerade richtig geil in meinem Leben. Das fühlt sich einfach gut an. Das ist so schön, dass es das gibt, dass ich das fühlen darf, dass ich das leben darf. Und das macht extrem viel mit dir. Für die kleinsten Dinge. Gerade diese ganzen kleinen Dinge, wenn du dafür dankbar bist, dann kannst du diese ganzen großen Dinge, die um dich herum passieren, erst wirklich wahrnehmen und wertschätzen. Das ändert sehr, 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 sehr viel. Zweiter Impuls, den ich dir gerne noch mitgeben möchte, mach Pausen. Ich habe es dir gerade schon erwähnt, hier nochmal zusammengefasst. Mach Pausen, bevor du sie brauchst. Mach Pausen, bevor dein Körper diese Pausen einfordert. Nimm dir Zeit, bevor dein Geist diese Pausen einfordert. Und mach Pausen, bevor deine Seele nach dieser Ruhe schreit. Nimm dir die Zeit für dich. Ganz, ganz wichtig. Und sei dir auch nicht zu schade dafür, dir diese Zeit zu nehmen, sondern genieß diese Zeit mit dir alleine, die du dann ganz entspannt verbringst. Wo auch immer, was dir gut tut, in der Natur, bei dir zu Hause, im Gym, irgendwo, nimm dir diese Zeit. Und letzter Impuls, Routinen, schau mal, oder Gewohnheiten, Denkmuster, schau mal, welche Routinen dir noch gut tun und welche Routinen dir nicht mehr gut tun, beziehungsweise welche Gewohnheiten vielleicht ein kleines Update gebrauchen können. Wie bei deinem Handy, hab's jetzt gerade irgendwie nicht hier liegen, wie bei deinem Handy, du hast regelmäßig Updates auf deinem Handy, die gemacht werden müssen, damit deine Software wieder vernünftig funktioniert oder deine Hardware. Und genau so ist es auch mit deinem Körper. Du kannst nicht dein Leben lang die gleiche Routine fahren. Du brauchst immer mal wieder gewisse Updates. Weil es macht ja auch Sinn. So, du entwickelst dich ständig weiter, deswegen sollten sich deine Routinen auch weiterentwickeln. Du kannst nicht dich die ganze Zeit weiterentwickeln und dann aber mit der gleichen Routine fahren. Das macht keinen Sinn. Du kannst nicht die ganze Zeit was Gleiches tun und dann aber was anderes erwarten. Ja, Definition von Wahnsinn von Einstein. Und genauso ist das mit den Routinen. Deswegen guck mal genauer hin, welche Routinen dir gut tun, welche Routinen dir nicht mehr gut tun und schau mal, was du dann vielleicht verändern kannst, damit dir diese Routine wieder gut tut. Ich bin vorhin darauf eingegangen, Thema Sport, ja, Thema Meditation, Achtsamkeit und ja, hab Spaß dabei, neue Dinge auszuprobieren. Neue Herausforderungen. Such dir diese Herausforderungen. Lern da besser zu werden. Hab Spaß dabei und genieß diesen Weg. Es könnte ja gut sein. Es könnte ja Spaß machen. Das sind meine Impulse, die ich dir gerne noch mitgeben möchte. Und wenn du da noch Fragen hast, wir sind jetzt hier fast bei einer Stunde, deswegen möchte ich jetzt hier auch langsam zum Ende kommen und deine Aufmerksamkeit nicht länger einfordern. Bedanke mich an der Stelle ganz, 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 ganz herzlich, wirklich, dass du mich jetzt hier diese knappe Stunde begleitet hast, dass du hier am Start bist, dass du mir deine Zeit schenkst, dir deine Zeit schenkst, dass wir hier zusammen in die neue Woche starten können und ja, mich bei diesem persönlichen, sehr emotionalen und intensiven Thema begleitest, dass du mich auf dieser Reise auch unterstützt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du mir deine Gedanken dalässt. Entweder hier als Rezension, als Kommentar, als Mail, als Nachricht bei Instagram, wie auch immer, bei WhatsApp, keine Ahnung. Wo du dich nachfühlst, wo du Lust drauf hast. Ich würde mich wirklich freuen, deine Gedanken dazu zu hören. Und danke dir, dass du mich hier so unterstützt, dass du dabei bist, dass du mich supportest, dass du den Podcast Straff in Zeit hier supportest.
Es ist einfach schön, dass wir hier so zusammen wachsen können, dass wir uns weiterentwickeln können und dass du ein Teil dieser Reise bist. Danke dafür. Das ist meine Diagnose, meine Learnings aus den letzten Monaten und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieser Weg weitergeht. Es bleibt nach wie vor spannend. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, nehme euch gerne nochmal in ein paar Monaten eine Folge dazu auf, was sich da jetzt noch so getan hat. Und ich bin selber sehr gespannt, wie das so weitergeht. Jetzt habt ihr mal Antworten auf die meisten Fragen, die so in den letzten Wochen gekommen sind. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Aber ich denke, in einer knappen Stunde haben wir jetzt auf jeden Fall alles drin. Das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Und an dieser Stelle wünsche ich dir einfach einen wundervollen Tag. Ganz viel Energie für dich, eine wundervolle Woche. Du bist ein großartiger Mensch. Danke, dass du hier bist. Danke für dich, dein Niklas. Und für dich zur Erinnerung, happy inside ist gleich straff outside. Dein Niklas. Ciao.